Hey Lovelies, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich die Frage, wird er oder sie in den nächsten Wochen wieder auf dich zukommen oder nochmal auf dich zukommen, wie auch immer die Situation gerade zwischen euch beiden ist. Wie immer werde ich bei der Er-Form bleiben, bei der männlichen, wenn dein Gegenüber, dein Schatz, irgendeine Person in deinem Leben eine Frau ist, bitte ich dich diesbezüglich umzudenken. Starten wir, legen wir los, schauen wir mal, was hier die Karten zeigen. Welche Botschaft sich in der aktuellen Energie verbirgt? Wird er in den nächsten Wochen nochmal auf dich zukommen oder wieder auf dich zukommen? Ich will es gar nicht sagen. Und man sieht es auch nicht an meinem Grinsen. Nein. Nein. Puff, es wird hot. Also, ich zeige euch das erstmal und dann muss ich das noch klären. Ja, das gucke ich dann gleich. Also, was haben wir als erstes? Die Abwehrhaltung. Was eine doofe Karte. Gleich zu Anfang auf diese Frage. Nee, aber hey, wir kommen gleich zu den nachfolgenden Karten. Also, Abwehrhaltung. Wir können hier sprechen von Trennung, von Stagnation in der Verbindung. Wir können davon sprechen, dass du blockiert wurdest, geghostet wurdest oder sonstiges. Dämliche Situation, okay? Also ich verstehe bis heute nicht, wie man sowas überhaupt machen kann, warum, wieso, weshalb. Aber natürlich, jeder Mensch hat seine eigenen Hintergründe. Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Deswegen, wir bleiben hier ganz neutral, meine Lieben. Also, hier haben wir Rückzug, hier haben wir Distanz, Ablehnung vielleicht. Ja, Numero uno. Nee, ich möchte es gleich klären. Ich möchte das gleich klären. Einen Moment, ihr Lieben, einen Moment. Ihr müsst jetzt hier kurz ein bisschen warten. Ja, Jasmin hat ihren Arbeitsplatz schon wieder nicht hergerichtet. Es tut mir leid, meine Lieben, es tut mir leid. Aber in der Zwischenzeit kann ich sagen, falls jemand Neues dabei ist, der meine Videos zum ersten Mal sieht, dann lade ich dich ein, einmal in die Videobeschreibung unter dem Video in die Infobox zu klicken und da mal so meinen kurzen Text durchzulesen. Ja, da sind so ein paar Erklärungen drin zu mir, zu meinen Links, zu meiner Art und Weise und. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Nice. Okay, die hole ich jetzt Step by Step ab. Wir haben hier als Klärung für die Abwehrhaltung haben wir bekommen die Mäßigkeit. Schütze, Energie. Hier war jemand nicht im Gleichgewicht, ist nicht im Gleichgewicht. Nee, wir bleiben in der Vergangenheitsform, weil der folgende Weg sieht nämlich komplett anders aus. Psst, nichts spoilern, nichts verraten. Hier hat jemand extrem dicht gemacht, extrem zugemacht. Ja, also auch, ich denke mal nichts, es fühlt sich nicht so an, als wäre das jetzt nur auf der emotionalen Ebene, dass jemand so ein bisschen auf Distanz gegangen ist, sondern ich glaube, wir können hier wirklich von härteren Sachen sprechen, also wirklich so. Er hat dich blockiert, er hat dich geghostet oder sowas in der Art, ja. Oder die radikale Trennung von heute auf morgen, zack, bumm, ich bin weg. Sowas haben wir hier, also eine Extremenergie. Ja, trifft natürlich jetzt nicht auf jeden zu, aber du wirst trotzdem wissen, ob dieses Orakel für dich bestimmt ist. Gehen wir weiter. Jetzt haben wir hier also die Abwehrhaltung wird
fallen gelassen, wird losgelassen. Warum? Weil als nächstes folgt hier, oh, sorry meine Lieben, falls ihr es nicht gesehen habt, hier die 65 und jetzt haben wir die 19. Wir haben das auf andere eingehen. Auf andere eingehen ist jetzt in dieser Energie noch nicht dieser Schritt, dass er wirklich vor deiner Türe steht, innerhalb eines kurzen Zeitraums, sondern hier ist erstmal eine Öffnung, und zwar eine Öffnung von dieser Energie, von dieser Turmenergie, von dieser Mauer, das Durchbrechen der eigenen Schranken, der eigenen Begrenzungen. Und das alleine schon finde ich eine super geile Energie, weil, schau mal, hier steht er noch auf seinem Turm mit der Waffe in der Hand. Ja, also wirklich, hey, komm mir nicht zu nah, ich will nichts mit dir zu tun haben, so in etwa. Und hier, schau mal, die offenen Arme, so, ich kann mich öffnen. Ich kann auf dich zugehen, beziehungsweise ich kann dich aufnehmen, je nachdem, wie die Situation ist. Klären wir das auch gleich. Das auf andere eingehen, da ist ein, ach wie süß, schau mal, da sind so Taubenpärchen, hier auch noch, ich weiß nicht, ob es Tauben sind, hier sind so Kuschelhäschen. Die knutschen hier in der Wiese. Was wollte ich jetzt sagen? Schade, dass das jetzt nicht live ist, sonst hättet ihr mir sagen können, wo ich stehen geblieben bin. Hier vor lauter knutschende Hasen. Ey, ich lasse mich so schnell ablenken momentan. Das gibt's ja nicht. Also hier, wir waren bei der Öffnung. Ja, dieses den anderen, das Gegenüber, also quasi dich überhaupt mal annehmen, dich als Mensch, dich als Partner oder als Seelenverbindung überhaupt mal ins eigene Feld lassen. Diese Öffnung hier. Und das ist ein ziemlich harter Schritt, weil falls du selber mal in dieser Position warst, des harten Rückzuges, also wo du wirklich entweder alle Menschen nicht mehr an dich rangelassen hast oder nur bestimmte Personen, wo du wirklich die Mauer hochgefahren hast und Ausschluss vorbei, Schranke runter, Mauer hoch, fertig, dann weißt du auch, wie hart dieses Stückchen ist, hier wieder in die Öffnung zu gehen. Aber das Ergebnis zählt. So, was haben wir hier? Das Ass der Münzen und die 5 der Münzen. Hier wird nicht mehr nur auf sich selbst geschaut, auf die eigenen Probleme, auf die eigenen Themen, auf die eigene Opferrolle eventuell, das eigene Selbstbewusstsein, auf den eigenen Mangel. Hier geht die Aufmerksamkeit in die Öffnung, also nicht mehr aus dieser Ego-Perspektive, nur ich zähle, ja, oh mein Gott, was ist gerade bei mir los und meine eigenen Themen, natürlich. Ich spreche jetzt hier auch von einem Extrem, okay, ihr Lieben, weil diese Ego-Perspektive ist absolut notwendig für die Selbstfürsorge, für die Selbstliebe, damit man einfach sich auch irgendwo abgrenzen kann, um zu sehen, wer bin ich, was brauche ich. Aber, also das wäre jetzt im Normalfall, aber in dieser Ego-Perspektive haben wir wirklich so eine Energie drin, dieses Hauptsache, mir geht's gut, nach mir die Sinnflut und in dieser Art und Weise. Ja? Also, hier öffnet sich eben diese Energie, dieser Egoismus. Es ist nicht nur, es gibt hier nicht nur ein Ich, sondern ich öffne mich auch für ein Du. Danach würde dann automatisch, also bei einer weiteren Öffnung, bei einem Voranschreiten, würde dann ein Wir aus diesem Ich und Du entstehen. Und hier ist die Aufmerksamkeit quasi jetzt erstmal in deine Richtung. Ich nehme dich wahr, ich sehe dich, ich spüre dich. Die Mängel, das Mangelbewusstsein, das Opferbewusstsein, das kann hier sehr gut noch vorhanden sein, aber
Man hängt sich nicht mehr daran auf. Also dein Gegenüber, dieser Mensch, hängt nicht mehr so in dieser Grube drin. Ja, das meine ich damit. Genau. Was entsteht jetzt hier mit dieser Öffnung? Es kann sein, dass es hier für dein Gegenüber eine komplett andere Sache ist. Ja, natürlich ist es eine komplett andere Sache. Ja, das ist voll das Gegenteil von hier nach da. Also, hier entsteht ein Abenteuer. Ein Abenteuer, es ist aufregend, es ist neu. Selbst wenn er dieses Gefühl oder diese Situation schon kennt, diese Energie des Abenteuers, dennoch ist es hier eine neue Energie für den Moment. Puh, entschuldigt, ihr Lieben, wenn es klingelt und kein anderer ist da, dann muss ich selber rennen. So. Also, wir waren stehen geblieben beim Abenteuer. Also, ich habe gesagt, selbst wenn er dieses Gefühl, diese Situation, diese Emotionen schon kennt, so ist es natürlich nach einer Art Durststrecke, wie wir sie hier hatten, ist es doch etwas Neues, etwas Schönes, etwas Aufregendes. Wir schauen mal, was die Klärungskarten hier noch dazu sagen. Gar nichts. Das Abenteuer spricht mehr, spricht Bände so in etwa. So, also, wir haben als Klärung bekommen die zwei der Stäbe und den Mond. Ich bin gerade am Überlegen, ich vergesse es immer wieder, beziehungsweise ich verwechsle es immer wieder. Der Mond ist Fische-Energie, ja. Wie kann man sich sowas nicht merken? Ohne Witz, beim Mond bin ich immer hin und her gerissen zwischen Krebs und Fische-Energie. Aber es ist Fische-Energie, weil Krebs ist der Wagen. Alles klar. Also, Abenteuer. Die zwei der Stäbe, die stehen ja dafür, für die Planung, für die Entscheidungen, für das Stillstehen, für den Stillstand und da erstmal gucken, was mache ich? Das ist, nachdem man Entscheidungen getroffen hat, nachdem man in diese Öffnung gegangen ist, nachdem er in diese Öffnung gegangen ist, kommen hier weitere Pläne. Wie könnte ich es anstellen? Wie könnte ich es anfangen, auf dich zuzugehen? Mit dir Kontakt aufzunehmen? Ja, vielleicht hier, je nachdem, wie viel Zeit auch dazwischen vergangen ist, dass hier überhaupt wieder dieses Annähern möglich ist. Der Mond. Hierfür forscht er sogar in seinen Tiefen. Hier werden Pläne geschmiedet. Hier wird eine Konfrontation stattfinden mit dem Innersten, mit den Gefühlen. Gewisse Pläne. Ja, ich habe ja auch schon fast so eine leicht manipulative Energie drin. Ja, es ist Manipulation, ihr Lieben, aber es ist auf eine liebenswerte Art und Weise. Also. Dieser jemand versucht hier wirklich rauszufinden, auch was dich berührt und wie er am besten die Verbindung neu aufbauen könnte zu dir. Ja, weil ich meine, manche wollen halt auch nicht einfach so komplett plump vor der Türe stehen. Jetzt abgesehen davon, wie du reagieren würdest. Okay, könnte ja sein, dass es für dich das größte Geschenk wäre oder du würdest dich total freuen. Könnte aber auch sein, dass es ein Schockmoment für dich wäre. Und aus diesem Grund macht sich dieser jemand hier jetzt einfach Gedanken und auch so ein bisschen auf diese manipulative Art und Weise, so, wie könnte ich ihn oder sie hier tatsächlich auch berühren innerlich, dass mir nicht gleich wieder die Türe vor der Nase zugeknallt wird oder. Ja, also allein schon das ist so ein Abenteuer hier, sich Gedanken zu machen, sich mit der Thematik zu befassen, mit dem Annäherungsversuch und mit deiner Energie. War die 28, ich habe es glaube ich nicht gesagt. Dann haben wir die 61, die Fantasievorstellungen. Jetzt macht es natürlich ratatabum. Hier ist alles am Rotieren, am Laufen, am Rädern. Ja, alles ist in Bewegung. Leidenschaft
kommt hier ganz extrem durch. Warum? Ich nehme gleich mal die Karte unterm Deck noch mit dazu. Hier haben wir den Orgasmus, ja, die Explosion, den Höhepunkt. Und das ist jetzt nicht nur als eine sexuelle Energie zu betrachten. Ja, ist natürlich auch mit drin, weil wir ganz, ganz starke leidenschaftliche Gefühle haben. Aber es geht hier auch darum, wieder dieser Weg in die Einheit zu gehen oder den Weg, die Türe für den Weg in die Einheit zu finden. Klären wir das Ganze gleich mal. Huch, da ist eine Karte umgedreht. Also, nochmal kurz zurück zu den Fantasievorstellungen. Jetzt dreht er hier ein bisschen hohl, okay? Hier wird geplant, hier wird geguckt, wie, wo, was. Es könnte auch gut möglich sein, dass man sich hier kurz schließt mit der Familie, mit dem Freundeskreis, dem Bekanntenkreis, mit dem Umfeld einfach. Und hier guckt, so vielleicht habt ihr auch gemeinsame Bekannte, wo es gut möglich wäre, dass er ein bisschen stalkt, ein bisschen ausfragt, so, hey, was meinst du, wenn ich ihr Blumen mitbringen würde oder soll ich ihr vielleicht einen Brief schreiben oder eine WhatsApp schicken oder sonstiges. Ja, also hier findet auch kommunikationstechnisch mit dem Umfeld, auch um dich herum, ist hier einiges an Bewegung, was ich hier rausspüre. Och mal. Oh mein, den Narren haben wir hier, der Narr als Klärung für die Fantasievorstellung. Er ist hier so ein bisschen unbeholfen auch, okay? Es ist schon wieder süß. Es ist irgendwie schon wieder total süß. Ja, jetzt sehe ich dich aber auf der anderen Seite so, diese starke, kraftvolle Persönlichkeit, okay? Und dann hier, das ist wie so ein kleiner Junge quasi, der seiner Mama ein Muttertagsgeschenk basteln möchte, besorgen möchte oder sowas. Ja, also ich meine, klar, dein Gegenüber ist jetzt vielleicht nicht dein Kind, die Energie will ich hier gar nicht mit reinziehen, aber so vom Gefühl her, das ist wie so ein kleiner Junge, so, ich weiß gar nicht, was ich machen will oder was ich machen soll, was du jetzt annehmen würdest oder. Kann natürlich auch sein, dass die ein oder anderen Gegenüberlines hier erstmal komplett abstürzen, weil sie irgendwas vorhaben, was vielleicht überhaupt nicht wirkt. Was heißt wirkt? Mit dem sie überhaupt nicht an dich rankommen. Ja? Könnte natürlich auch sein, dass hier schreckliche, albtraumhafte Fantasievorstellungen ans Tageslicht kommen, so in etwa, ja, sie oder er wird mich sowieso nicht zurücknehmen oder nicht mit mir sprechen wollen aufgrund der vergangenen Situationen oder weil ich mich so lange nicht gemeldet habe oder, ja, auch solche Horrorszenarien haben wir hier in seinem Kopf. Deswegen, glaube ich, kämpft er gerade so ziemlich auch mit seinem Vertrauen, mit seinem Selbstvertrauen, diesen Weg zu gehen. Aber die Leidenschaft drängt, okay? Es ist so, dass hier die Impulskraft, das drückt einfach. Das ist nichts, wo er dann sagen kann, okay, nee, lassen wir das lieber, vergessen wir die Sache, ich bleibe einfach bei mir in meinem Rahmen und fertig. Ja, nein, das ist, wenn die Leidenschaft hier anfängt zu bohren, und natürlich haben wir auch hier die sexuelle Energie mit drin, die Leidenschaft für dich, die hier auflodert, die hier brennt. Ach, ich bin ja doof. Ja, schon wieder. Ich wollte jetzt eigentlich die Karte unterm Deck nehmen, aber nein. Also, aber wir haben hier bekommen das Ass der Stäbe und hier haben wir noch die 5 der Kelche. Die Durststrecke in Bezug auf die Leidenschaft ist vorbei, ja, weil hier wartet der Orgasmus, im wahrsten Sinne des Wortes. Warum haben wir hier das Phallus-Symbol in Bezug oder als Klärung auch für die Orgasmuskarte? Also meine Lieben, soll ich noch mehr ins Detail gehen oder lassen wir das einfach so? Hm.
Das Ende einer Durststrecke. Die leidenschaftlichen Gefühle, die endlich wieder ausgelebt werden wollen. Ich meine, dass du höchstwahrscheinlich schon in diese Richtung in der letzten Zeit schon einiges mitbekommen hast. So auf telepathischer Ebene würde ich mal sagen. Vielleicht hast du aber auch schon Nachrichten erhalten, gewisse Anstupser mal so ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen, der Werte her, um zu gucken, ob wie offen du bist vielleicht für einen neuen Kontakt, für ein neues Gespräch. Nehmen wir die Herzbotschaften dazu. Okay, also legen wir einfach los. Der werte Herr folgt der Stimme seines Herzens, denn wenn er aus dieser Welt geht, kann er nichts mitnehmen, nur seine Seele. Und ich habe das jetzt auf ihn umgesprochen, okay? Die Konfrontation mit den eigenen Gefühlen, die eigenen Gefühle in deine Richtung. Ja, genau das ist hier geschehen, weil sonst kann hier diese Öffnung überhaupt nicht stattfinden. Konfrontation mit den eigenen Gefühlen, brauche ich nichts weiter dazu sagen, ist einfach nur cool. Einfach nur cool. Dann haben wir die Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Ja, ich habe ja drauf geguckt, wie sieht es aus in den nächsten Wochen. Und? So. Moment, wo war das jetzt? Liegt genau vor meiner Nase und ich habe es nicht gesehen. Hier die zwei der Stäbe. Das zählt hier noch mit dazu, zu dieser Zeit des Nachdenkens, weil er möchte hier noch nicht unbedingt einen Fehler machen und nicht einfach irgendwo rumrennen und in den Abgrund stürzen oder so. Deswegen wird sich hier wirklich Gedanken gemacht. Er macht sich Gedanken darum, wie er dich berühren kann, wie er auf dich zugehen kann. Dann haben wir ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Das, ihr Lieben, ist ganz klar, was ich gerade schon gesagt habe. Du wirst es höchstwahrscheinlich schon, also wenn es für dich bestimmt ist, wirst du schon die letzten Tage, Wochen, Monate vielleicht sogar gespürt haben, dass er bald wieder auf dich zukommt. In Form von telepathischen Triggern, irgendwelche Anreize oder du hast die Initialen von ihm die ganze Zeit irgendwo gesehen. Zwillingszahlen, Federn gefunden unterwegs, also wirklich sämtliche Botschaften und Nachrichten des Universums, was es nicht alles gibt. Und hast aber vielleicht dann immer vom Kopf her das dann abgelehnt und hast selbst nicht dran geglaubt, weil du gesagt hast, also sorry, was soll ich mit diesen ganzen Botschaften und Nachrichten im Außen, wenn die Realität einfach nicht danach aussieht? Und dennoch ist ein Teil in dir unterbewusst, unbewusst, der schon lange gewusst hat, was Sache ist. Und dann haben wir den Neuanfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Die Leidenschaft, die übrigens vorher auch ziemlich gelitten hat. Also die Leidenschaft, damit meine ich jetzt nicht nur das auf das Sexuelle bezogen, sondern allgemein diese vibrierende Verbindung zwischen euch beiden, die aufgrund irgendwelcher Alter, Opferrollen oder Mangelbewusstsein oder Krisenzeiten oder sonst irgendwas gelitten hat, ja, hier, was einfach hier war. Und das darf Tschüssikowski gehen. Endlich. So, Moment, ich muss kurz hier Überblick. Ja, dann haben wir noch die Karte unterm Deck und zwar das Wunder. In deiner Beziehung oder / Verbindung steht eine Veränderung an. Also, nochmal hier, selbst wenn du gedacht hast, oder was heißt gedacht, selbst wenn es in der Realität komplett anders aussah,
als wie das Reading jetzt zeigt, aber du weißt, du spürst, es ist deins, es ist deine Botschaft. Ja, you know. Okay, schön. Also somit, wie können wir diese Frage beantworten? Mit einem klaren und eindeutigen Ja. Wird er dieses Jahr nochmal oder wieder auf dich zukommen? Ja. In diesem Sinne, eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.